Meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen, Willy Brandthaus. Seit letzten Sonntag haben die Sondierungsteams unserer drei Parteien hier in diesem Haus, im Konrad-Adenauer-Haus und in der Bayerischen Landesvertretung im Verlauf der Woche intensiv beraten, ob es möglich ist, auf der Grundlage gemeinsamer Überlegungen, gemeinsamer Vorschläge, auf der Grundlage eines Sondierungspapiers am Ende von knapp fünftägigen Sondierungen, wenn ich die gesamte Nacht mit einberechne, zu Koalitionsverhandlungen zu kommen. Ich kann Ihnen sagen, meine Partei hat zu Beginn dieser Woche einen Beschluss gefasst und ich habe den auch hier vorgetragen, dass wir keine roten Linien, aber möglichst viel rote Inhalte durchsetzen wollten. Und wir waren uns natürlich auch darüber im Klaren, dass es in dem 13-köpfigen Sondierungsteam und in der 26-köpfigen Equipe, die insgesamt für uns verhandelt hat, vom ersten Tag an klar gewesen, das sind am Ende immer Kompromisse, die man eingehen muss. Wir haben unsere Positionen definiert, aber es war natürlich auch klar, dass wir mit zwei Parteien zusammenkommen, um zu beraten, wie wir dieses Land regieren können, in welcher Form und auf der Grundlage welcher Inhalte, mit zwei Parteien, die erst vor wenigen Wochen unsere Wettbewerber im Wahlkampf waren und wir der Wettbewerber dieser beiden Parteien. Und deshalb war uns von Anfang an klar, dass es nicht ganz einfach ist, eine solche Sondierung zu führen. Wir haben uns sehr große Mühe gegeben, im Verlauf der Woche sehr ernsthaft und sehr intensiv miteinander zu beraten. Und ich möchte mich bedanken für den konstruktiven und sehr fairen Geist, der während dieser Woche geherrscht hat. Wir haben uns auch vorgenommen, ich weiß, dass das vielen von Ihnen vielleicht nicht so recht war, nicht so intensiv zu kommunizieren, wie das bei anderen Sondierungen der Fall war. Und das scheint uns, glaube ich, zumindest bei der Durchsicht meiner Medien auch gelungen zu sein. Wir haben uns vorgenommen, als Sozialdemokraten einen Beitrag dazu zu leisten, dass wir unser Land in einer Zeit, wo die Gesellschaft auseinanderdriftet, zusammenhalten. Dass wir die Gesellschaft zusammenhalten wollen, dadurch, dass wir das Prinzip der Solidarität, das Prinzip der Solidargemeinschaft, da, wo sie den Zusammenhalt in der Gesellschaft organisiert, von der Kita über die Schule, über die Universität, in die Betriebe hinein, bis in die Altenheime, in die Pflegeheime, wird es darum gehen, dass wir Respekt, Chancen und Zusammenhalt stärken. Und die Systeme zu erneuern, sie auf den Stand der Zeit zu bringen, die diese Leistung in der Gesellschaft und im Staat erbringen müssen, ist eine Aufgabe einer zukünftigen deutschen Regierung. Und das Sondierungspapier spiegelt genau diesen Wunsch wider. Durch die Erneuerung, die wir bei den Familien, bei den Kindern, bei der Bildung, bei den Investitionen in die Infrastruktur unseres Landes, aber vor allen Dingen bei Qualifizierung, um der digitalen Herausforderung in der Arbeitswelt der Zukunft gerecht zu werden, dass wir den Wunsch und den Willen haben, den Zusammenhalt dort zu organisieren, wo die Gesellschaft erneuert werden muss und durch die Erneuerung der Gesellschaft den Zusammenhalt zu stärken. Das ist der Geist, mit dem wir in diese Sondierung gegangen sind, denn wer den Zusammenhalt stärkt, dadurch, dass er das Land erneuert, hat die Chance, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Und in diesem Dreiklang von Zusammenhalt, den wir organisieren wollen, Erneuerung, die wir vorantreiben wollen, die Vertrauensebene zu stärken, die eine Regierung braucht, in dem Geist haben wir sondiert. Und ich glaube, dass wir hervorragende Ergebnisse erzielt haben. Für uns ist das, was wir in diesen Sondierungsvertrag geschrieben haben, keine Rhetorik. Wir meinen das ernst und ich glaube, das kann ich am Ende unserer langen Verhandlungen sagen, das meinen auch die beiden anderen Parteien sehr ernst. Wir haben als Sozialdemokratische Partei einstimmig
in der Sondierungsrunde entschieden, unseren Gremien, die heute hier im Hause tagen, vorzuschlagen, einen Beschluss zu fassen, den Parteitag der SPD zu empfehlen, der Parteiführung ein Mandat zu geben, Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer Bundesregierung aufzunehmen. Meine Damen und Herren, die Verhandlungen waren lang, sie waren hart, sie waren vor allen Dingen auch in der vergangenen Nacht spannend, interessant, in jeder Hinsicht turbulent und getragen vom gegenseitigen Respekt, für den ich mich herzlich bedanken will. Ich will das hier nicht verhehlen. Wir haben gerungen und sehr intensiv miteinander gerungen, weil am Ende sind die vorab geklärten Dinge genau die, die am Ende nicht zu Unklarheiten führen. Und deshalb haben wir uns auch Zeit genommen. Vielen Dank dafür, dass Sie auch so viel Geduld im Verlauf dieser Woche mit uns hatten. Und Frau Merkel, ich freue mich jetzt auf Ihr Statement. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte mich auch bedanken, erstmal bei den Gastgebern hier im Willy-Brandt-Haus, vor allen Dingen auch bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch bei den Verhandlungsdelegationen der SPD und natürlich auch der CSU. Wir haben intensive, ernsthafte, sehr tiefgehende Sondierungen durchgeführt. Das Papier, was wir erarbeitet haben, das ist nicht mal so ein oberflächliches Papier, sondern es drückt aus, dass wir ernsthaft daran arbeiten, heute und in dieser Legislaturperiode die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass wir auch in 10 und 15 Jahren gut in Deutschland leben können. Das bedeutet, wir haben uns mit Fragen von Zukunftsinvestitionen befasst. Auf der einen Seite in unser Land, aber vor allen Dingen auch für die Menschen, ganz besonders Kinder und Familien. Der digitale Wandel wird alles ändern und das in einem rasanten Tempo. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen an vielen Stellen in unseren politischen Entscheidungen auch schneller werden, auch deutlicher mit den Bürgerinnen und Bürgern sprechen. Dazu gehört, dass Planungen beschleunigt werden, dass wir im Verkehr besser und schneller investieren können, in Wohnungen schneller investieren können, in die Energiewende schneller investieren können, wenn ich an den Netzausbau denke. Und die Gigabit-Gesellschaft wollen wir formen, aber eben nicht nur durch Breitbandausbau ganz energisch, sondern eben auch durch einen Digitalpakt Schule, durch Weiterbildung, durch die Veränderungen in der Arbeitswelt werden völlig neue politische Wege auch notwendig. Und das soll gelten von dem Hochschulpakt bis eben hin auch zur Berufsausbildung. Auch das ist uns ganz wichtig. Zweitens, ein großer Schwerpunkt für mich, ein funktionsfähiger Staat, der Zusammenhalt in der Gesellschaft auch möglich macht. Wir wollen 15.000 neue Polizisten einstellen, Bund und Länder. Wir wollen einen Pakt für Justiz schmieden, weil wir feststellen, dass viele Gerichte auch überfordert sind. Natürlich gehört dazu auch das Paket zur Steuerung und Ordnung von Migration und Asyl und von Integration. Wir haben hier, und das war auch ein Teil sozusagen der schwierigen Diskussionen, uns sehr danach gerichtet, welche Aufgaben haben wir zu erledigen. Und das kommt zum Teil auch dem Bund zu, natürlich den Ländern und den Kommunen. Wir wissen, dass die Menschen sich nicht um die Zuständigkeiten kümmern, sondern sie wollen, dass das Land funktioniert. Und der Zusammenhalt hat natürlich auch eine soziale Dimension. Und hier geht es um soziale Sicherheit, Sicherheit im umfassenden Sinne. Und ich glaube, was wir im Bereich Pflege, was wir im Bereich Rente zu Wege gebracht haben, das ist ein deutlicher Schritt auch zu mehr Sicherheit. Drittens geht es um Deutschlands Verantwortung in der Welt. Wir haben in der gefühlt langen Zeit nach der Bundestagswahl ja erlebt, dass die Welt nicht auf uns wartet. Und gerade was Europa anbelangt, so ist es so, dass wir überzeugt sind, dass wir einen neuen Aufbruch für Europa brauchen und dafür auch die entsprechenden Vorstellungen entwickelt haben, hier auch sehr vertrauensvoll gerade zwischen den Parteivorsitzenden zusammengearbeitet haben. Und deshalb ist mir nicht bange, dass wir da auch gemeinsame Lösungswege gerade mit Frankreich finden werden. Die CDU hat dieses Papier, diese Ergebnisse der Sondierungsverhandlungen, an denen viele mitgewirkt haben. Wir haben uns auf ein breites Fundament unserer Vertreter gestützt, einstimmig gebilligt.
Und wir empfehlen damit also auch Koalitionsverhandlungen zum Zwecke der Bildung einer stabilen Regierung aufzunehmen. Wir werden natürlich im Respekt jetzt auf den Parteitag der Sozialdemokraten warten. Aber ich glaube, hier ist es ein Papier des Gebens und des Nehmens, wie es sein muss, das dann für unsere Gesellschaft einen breiten Bogen aufspannt. Und da bleibt genug Arbeit dann, wenn es zu einer Regierungsbildung kommen sollte, das auch alles umzusetzen. Meine Damen und Herren, ich habe letzten Sonntag dieses Willy-Brandt-Haus betreten mit dem Satz, ich bin zuversichtlich. 6 Tage später bin ich sehr glücklich, dass sich diese Zuversicht bestätigt hat. Ich denke, wir haben in den letzten Tagen gezeigt, dass Politik Sondierung kann, in einer ungewöhnlich kurzen Zeit, in einer sehr effizienten Zusammenarbeit und ohne öffentliche Selbstbeschäftigung. Ich bin mit dem Ergebnis, wie meine Partei, mit sehr oder hoch zufrieden. Dieses Ergebnis kann sich sehen lassen in allen Politikfeldern. Wir haben alles unter dem Gesichtspunkt diskutiert und dann letzten Endes auch entschieden, was nutzt den Menschen in diesem Lande, von der Kita bis zum Pflegeheim. Und wir haben die richtige Antwort gegeben auf den September des letzten Jahres. Wir alle drei waren ja nicht berauscht von dem Wahlergebnis, das wir damals bekamen. Aber es war ja nicht nur das historisch schlechte Wahlergebnis für CSU, CDU und SPD, sondern dieses Wahlergebnis war auch ein Signal an die Politik, dass ein Weiter-so nicht geht. Und dass man den Menschen in unserem Lande vermitteln muss, wir haben verstanden. Das haben wir zur Grundlage unserer Arbeit gemacht. Die Ergebnisse können sich sehen lassen und die CSU-Vertreter bei dieser Verhandlung haben heute Vormittag dieses Ergebnis einstimmig gebilligt. Wir werden dies am Montag in unserem Parteivorstand behandeln. Und entgegen ursprünglicher Erwartungen brauchen wir wegen der Homogenität dieses Ergebnisses und weil wir damit hochzufrieden sind, keinen CSU-Parteitag. Bei uns fällt also die Entscheidung am nächsten Montag in der Partei, heute Mittag in der Bundestagsfraktion und in der CSU-Landesgruppe. Ich möchte mich auch bedanken für die im Großen und Ganzen außergewöhnlich gute Zusammenarbeit heute Nacht, aber das war bei solchen Verhandlungen noch immer der Fall, war es etwas intensiver. Aber die Belastungsfähigkeit eines möglichen Bündnisses zeigt sich auch dann, wenn es etwas emotionaler wird und schwierigere Sachverhalte zu entscheiden sind. Ich habe heute im letzten Plenum auch mit der SPD ohne Ironie der SPD gewünscht. Erfolg auf dem Parteitag, lieber Martin Schulz. Man braucht ja zu solchen Operationen auch immer ein Stückchen und Quäntchen Glück. Das wünsche ich euch. Und ich glaube, wenn das gelingt und dann die anschließenden Koalitionsverhandlungen so gestaltet werden, dass wir das Tempo aufrechterhalten, dass wir die Regierungsbildung nach Möglichkeit vor Ostern hinbekommen. Ist ja alles nicht ganz einfach bei Mitgliederbefragungen. Dann, glaube ich, können wir die Grundlage legen für gute Jahre in der Bundesrepublik Deutschland.